your father. Okay, be careful of him. Yannick! Okay, bist du bereit, Mariana? Ich bin nämlich. Du spielst auch mit links, ne? Ich fand sehr krass, wenn du manchmal nichts gesagt hast. Wenn du einfach nur da standst. Ah. Da gab es ein paar Momente, ja. Und dann hast du einfach nichts gesagt. Wo, musst du so viel Footwork machen, Josef? Oh, fuck. Weil es mir Spaß macht. Warte mal, wie war das? Ja, dass jede Bewegung sollte dahin gehören, wo es hingehört. Ja. Nichts mehr, nichts weniger. Ja. Das war schön. Was hast du denn beobachtet? Dass alle verschieden sind. Alle sind verschieden. Und das zieht sich ja so durch. Ne? Mhm. Wie der eine hat hier Erfahrung, der andere da. Ja, und das kann man da auch gut beobachten. Auch bei dem Crafting. Ne? Mhm. Aber das homogenisiert sich halt dann eben sehr schnell. Beim Tischtennis machen die immer so mit dem Kopf. Ich habe keine Ahnung, was die da machen. Was? Kennst du das? Wasser aus dem Ohren. Was machen die? Die machen immer so eine Angabe und dann machen die immer mit dem Kopf so. Machen wir so. Was ist das? So steht man nicht. Du musst stehen. Ich weiß wie gar nicht, was meine Füße gerade machen. Wie eine Kämpferin, Mann. Penthesilea. Nee, das ist doch dünner, oder nicht? Das ist dicker. And then the second one comes. This was under, now it goes over. And then the other one goes under and over. Just now, it can be nicer if I now continue with that one. This is a very nice experience, and the problem is if you climb easy juggy routes, yeah, it's very tempting to just grab the next hold and pull yourself up. So you can go here. Okay, it's super easy, like to stand here, do my
put my hands behind my back so I can try out, okay, what is actually possible here. Bring my hands on the wall. There's a little balance exploration. Just giving you more confidence on your feet and on your on the feeling of balance, building up on this. I want to use my feet as a base. It's about our practice. We are practicing together. And we both, because like we are like a little tribe, you know? Now, Lucas and me are like a micro tribe. And we as a group here are a bigger tribe. And we all want to go out of this training, yeah, with a little bit of progress, with a little bit of better understanding, better experience of what we're doing. But most importantly, with the feeling of, yeah, next time I will also come. That was good. So it cannot be like an ego thing of, I want this out of the session. But we as a group want something out of the session. And we, the two of us, if we practice, we want something out of the session. One last thing that is crucial when we meet for fighting or for anything of practicing this thing where there might be some violence involved or whatever, is that we figure out what is our state, how do we want to move together today, yeah? And this is about your expectations also, and have mobile expectations, and in German I would say Erwartungsbeweglichkeit. Das war auch eine andere Sache. Erwartungsflexibilität. Beweglichkeit, Erwartungsbeweglichkeit. Beweglichkeit. Das war auch, als wir diesen Tanzteil gemacht haben, wo ich die Leute diese Sequenz gezeigt habe. Da war so, aber die Musik, das passt nicht. Bei Mambo oder was? Ja, genau. Ja. Dass die Leute einfach so, die haben sich so beschwert. Und dann war dieser Moment, ja, aber das ist das, was ihr wollt. Mich ruft jemand an. Erwartungsbeweglichkeit beschreibt, dass man ja immer mit gewissen Antizipationen und Erwartungen kommt, wie Dinge sind oder Dinge sein sollen. Und dann passiert es nicht so. Und wenn man keine Erwartungsbeweglichkeit hat, dann ist man dann unglücklich. Und das ist natürlich dumm. Deswegen, hohe Erwartungsbeweglichkeit ist super im Leben, weil dann hat man keine so großen Probleme und trifft nicht immer auf irgendwelche Hindernisse, die einen frustrieren. Also Erwartungsbeweglichkeit heißt niedrige Frustration. Ne, weil es einfach ist, naja, dann ist es halt anders, als ich dachte. Ist auch okay. Ja, entweder hat man Erwartungsbeweglichkeit oder höher Frustrationstoleranz. Oder glaubst du, man braucht dann... Ja, ist natürlich besser. Also es ist natürlich gut, beides zu haben, aber ja. Es klingt für mich jetzt weniger gut, frustriert zu sein und das tolerieren zu können, als nicht frustriert zu sein. Ja, ja. Erwartungsbeweglichkeit. When we're here, I would like to figure out what is his state, and I hope he does the same with me, that we figure out what sort of style are we working with. And we need to meet on one ground, yeah? Maybe if I'm very excited, he goes a little bit up, I go a little bit down, we sort of try to meet in the middle, or I feel, well, Lucas, he wants to play more relaxed today. That's okay for me also. Like, I change what I'm doing. Yeah, or he feels suddenly excited. Wow, I thought I want to be relaxed, but now I feel this energy and, yeah, let's go. Because when you have this communication with each other, and that can be also through words, but somehow it needs to happen, yeah, then you can play and continue to play with each other. Because I don't want you to go, like, to play, to fight, and then you go out and one is like, oh, that was like, I didn't like that. That was not good. Yeah, it should be always like, yeah, we found a common ground. It was a good practice that we had together. Okay, so you always come in with your expectations, with how you think it will now be. But then, this you need to be able to tear down and find the middle ground between the two of you. Which doesn't always need to be in the middle, but you need to find something. Yeah, together. All right.
What is for me very important, what I value a lot, is experiences. You notice I don't show you techniques, and that's on purpose, yeah? Because I want you to experience. So for me, the question is not which technique do I want to teach you, but which experiences do I want to give you? And then the question is which techniques fit for these experiences? Yeah, that doesn't mean I never teach techniques. As you know, I teach a lot of things, a lot of techniques, yeah, all the time. But there is a hierarchy for me, and there's the techniques, and we use them for different things. No, like when we have knee problems, yeah, we have certain processes, yeah, methodical things, how to work on the knee. So I would like you to be able to say always, I do that because this and this happens, not because Josef said so, yeah, but because I realize, yeah, if I put my hand there, then you can grab the hand and then this and this can happen. Du hast jetzt TKFH schon dreimal gemacht. Das war jetzt das dritte Mal. Ja. Wie war es für dich? Also was auch so ein Unterschied war jetzt für die zwischen den drei TKFHs, dass sich mein Fokus so verschoben hat zwischen den von den Dingen, die ich aufnehme oder primär wahrnehme. So war es am Anfang eher noch mehr auf die Übungen bezogen, was machen wir konkret, und später, wo ich schon halt vieles schon kannte, immer mehr auf das wie baut Josef die Klasse auf. Das kann man ganz gut in meinen Notizen ablesen, die sie da so ein bisschen verändern von der Struktur her. Erstmal die Hard Skills, ja. So, ne? Und jetzt der Fokus zu den Soft Skills, in dem Sinne. Das hätte ich aus dem Sportstudium, ein Bachelor in Sportwissenschaften, da habe ich das halt gar nicht mitbekommen. So. Aha. Da hatte ich schon, war klar, Beispiele jetzt von den praktischen Sachen, hatte jetzt schon Klassenbeispiele, wie die das aufbauen, aber es wurde nie thematisiert in dem Sinne. Mhm. Außer vielleicht in einer oder zwei Übungen, wo es genau darum ging. So, aber das war dann auch irgendwie ein spezieller Kontext und nicht generell, wie baue ich in der Klasse auf. Mhm. Und das hat mir immer irgendwie gefehlt, dieser praktische Zugang. Okay, ich habe ganz viele Skills dort gelernt, aber es hat mir auch niemand so mitgegeben, wie kann ich das denn selber strukturieren, wenn ich das weitergeben muss. Also so eigentlich voll die essentielle Fähigkeit von einem Trainer. Ich weiß schon, okay, wenn ich jetzt Trainer werden will, ist vielleicht, weiß ich mittlerweile, ist der klügere Weg vielleicht zu jemandem gehen, der das halt macht. Also so wie du zum Beispiel, oder halt konkret eine Trainerinnenausbildung zu machen. Trotzdem hat das Gefühl, dass es ist ja auch Teil vom Sportstudium, aber es war halt einfach nicht in der Qualität, in der ich es hier erlebt habe. Also wir hatten ja auch zum Beispiel Fitnesstraining, wo es halt so um Training mit der Langhantel etc. ging, und trotzdem, das war dort Thema, und trotzdem wusste ich dann echt nicht, wie ich meinen eigenen, wie ich mir mein eigenes Squat-Training strukturiere. Mhm. Ja? Mhm. Das war so, ja, mal ein bisschen ausprobieren. Mir hat der untere Rücken wehgetan, wie ich auf die Prüfung hin trainiert habe, und da hieß, ja, musst du nur bis zur Prüfung durchdrücken und dann, dann musst du ja nicht mehr squatten. So, weißt du? Also, okay, das ist jetzt vielleicht, geht es weg von dem, was ich zuerst gesagt habe. Das war einfach, da ist einfach die Qualität nicht da. Ja, aber dieses Didaktische war auf jeden Fall da viel weniger. Oder einfach, ich kann mit dem, wie du das unterrichtest, halt sehr viel anfangen, kommt mir vor. Aber weil ich das halt selber alles durchgemacht habe, so wirklich über einen langen Zeitraum, ja? Also einfach ganz viele Workshops mitgemacht habe, Gruppentrainings mitgemacht habe. Ich habe einfach so eine Summe an Beispielen, wie man eine Klasse aufbauen kann. Und das kombiniert dann mit Prinzipien, wie ich eine Klasse aufbauen kann, das ergibt so ein schönes Bild im Kopf oder einen schönen Pool an Sachen, von denen man ziehen kann. Cool. Ich muss das noch wegbringen. Ach so. Ja, ich kehr mal da hinten auf. Ja, mach. Bis cool. Später. We're here. Climbing in the Boulder Gym. But there's something very special to this day. Because we've been here before, Josef and I. Today we're here with other 28 people. From the DFLC workshop.
And it feels a bit like everyone coming to your house to visit. This is a bit like this, like having friends at home and spending time together. That feels very, very nice.